mit so den letzten drei Stücken. Und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gedrückt, weil eine ganz gute alte Freundin, das heißt alte, 11 Jahre kennen wir uns jetzt, Ara, die ist aus Berlin gerade hier Eltern besuchen und hat sich dann ganz spontan entschieden, hierher zu kommen, mich überrascht auf dem Konzert. Wir haben uns 3 Jahre nicht gesehen und sie hat heute Morgen geschrieben, hey cool, ich bin da und kannst du bitte einer von den Spielern spielen? Und ich kann es eigentlich gar nicht mehr, weil es schon sehr alt ist, das Lied. Dann habe ich mich heute Morgen kurz hingesetzt und versucht, das nochmal zu rekapitulieren. Und wahrscheinlich verhunzt sich es jetzt, aber ich spiele es. Bisschen andere Version. Ara hatte auch schon Angst, dass es Bob Dylan-mäßige Version ist, dass sie dann nach Hause geht und es total scheiße fand, wie bei Bob Dylan. Also, don't think twice, it's alright. Total verhunzt hat. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wenn nicht, switche ich einfach rum auf Punkrock-Modus. Leg mir schon mal mein Blättchen zurecht. Die Welt wird immer kleiner und niemand kommt mehr an. Was sich bewegt, kann sich verlaufen. Jeder kommt mal dran. Und alles das, was da kommt, ist vorbei an dem, was war. Und alles das, was du willst, muss durch das, was du bist. Was hat dich so gemacht? Wen spielst du hier was vor? Keine Geste, die verrät. Warum fühlst du dich nur so verloren? Was glaubst du noch zu finden, wenn du noch tiefer gräbst? Was redest du dir ein? Es sind nur Worte, die du verdrehst. Und alles das, was da kommt, ist vorbei an dem, was war. Alles das, was du willst, muss durch das, was du bist. Gut versteckt unter deinem Bett steht ein bunt bemalter Karton, dein ganzes Leben steckt da drin. Du dachtest mal, du solltest wissen. Du bist und bleibst ein Träumer, der nichts braucht und alles will. Deine Schwächen sind deine Stärken und davon hast du viel. Du brauchst sie nur gebrauchen und das soll dich erinnern. Du bist einer von den Guten. Du bist einer von den Spinnern, ja, das soll dich erinnern.